Istanbul ist schon einer von den Highlights gsi in meiner Reise. Habe ich auch so eingeplant gehabt. Da bin ich wirklich 3 Nächte geblieben, habe die Altstadt zu Fuß erkundigt und bin mit dem Motorrad keinen einzigen Meter gefahren. Danach bin ich über den Bosporus-Tunnel gefahren, der ganz in der Nähe von meinem Hotel war. Ist auch eine Erfahrung, weil ein paar Jahre davor sind Karl und ich über die Bosporus-Brücke gefahren oder einer von denen Bosporus-Brücken. So bin ich einmal in dem Fall unter durchgefahren und innerhalb von ungefähr 20 Minuten auf der asiatischen Seite von Istanbul oder, wie ich schon gesagt habe, was mir für Liebe ist, Konstantinopel, Xibir. Vielleicht ist jetzt gerade ein Zeit, um einen Flashback machen nach Bulgarien. Ich habe euch erzählt, dass ich den Botefuf gefahren bin oder Herr Weller, später das Buzluka-Denkmal zum Fahren, also das UVO. Da ist mir ein kleines Hoppala passiert, nämlich hat mich ein Sturm im Stau umblasen. Ich bin nochmal vom Parkplatz stehen geblieben und habe mein Motorrad nach 2-3 Minuten nicht mehr daheben können und es hat mich einfach umblasen. Da bin ich gelegen. Zum Glück habe ich schnell ein paar Helfer gefunden. Und die zwei Jungs haben mir geholfen, das Motorrad zum Aufrichten, dass sie weiterfahren können. Nach Istanbul haben wir aufgemacht Richtung Beyburt. Hier da Ankara nördlich passiert, auf einer gemütlichen Straße. Das Wetter ist nicht allzu gut gewesen. Ich habe immer wieder Regen gehabt, Sonnenschein, kalt und warm. Es ist so durchwachsen gewesen, aber eigentlich nicht so schlecht und eigentlich gut zum Fahren. Nach knapp 1700 Kilometer bin ich in Beibur angekommen. Beibur ist unter den Tourenfahrern relativ bekannt, weil von dort weg geht eine Offroad-Strecke über den Pass drüber Richtung Schwarzes Meer. Die D915. Ihr könnt mal googlen, Türkei D915. Da kommt ziemlich schnell über die Straße die Info, eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Die haben ich schon vor ein paar Jahren, wo ich mit der Karin da war, unbedingt befahren, gell? Und jetzt haben sie es gemacht. Oder besser gesagt, ich hätte es wollen probieren. We'll be right back.
wie vorher schon gesagt, die D915 geht über den Berg drüber, über das buntische Gebirge. Und je weiter sie aufgekommen bin, von Baibur aus, umso uriger sind die Dörfli geworden. Umso älter hat es ausgeschaut, wie im Mittelalter, vielleicht bei uns. Weiter damals ist es immer feuchter geworden, immer noch mehr Schnee, aber es hat so richtig Spaß gemacht und ich höre ja das als einer von meinen Highlights auf meiner Reise auf dem Plan geht und es unbedingt backen will. Jetzt hat man schon so richtig der Bord packt, weil in Rumänien bin ich in den Bergen hochgekommen, die Transalpina, die Transbagrashan, in Bulgarien in der Botev nicht packen können, weil ich einfach noch nicht früh unterwegs sind. Aber jetzt hätte ich es wissen wollen. Ich bin die D915 hochgefahren. Es hat am Anfang auch relativ gut ausgeschaut. Ich könnte es auch noch Bilder sehen, aber es ist dann schon relativ heftig geworden, aber es hat schon Spaß gemacht. Nachdem ich die Schnee und ein bisschen Nasspartie über den Pass um relativ gut gemeistert hat, das hat mir gleich einmal angeblättert, ist auf der anderen Seite in Schafa Serpentina Offroad abgegangen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die gefährlichste Straße der Welt, ja, Pflicht, weil keine Leitplanken da sind, aber ich bin auch schon engere Kurven gefahren, ich bin schon härtere Steigungen gefahren. Aber natürlich, im Schotter, Busifahrer darfst du nicht. Nach ca. 4 Stunden Kämpfen haben sie hinter mir gebracht und ich bin glücklich wieder im Tal angekommen.
ziemlich lange noch bin ich am Schwarzen Meer gewesen und bin Richtung Georgien gefahren und bin gleich noch nach der Grenze in Batumi angekommen. Ja, ich kürze es da gleich ab. Hier in Georgien zwei relativ bekannte Straßenfahrer wählen. Einmal eine Welle auf den Goderzi-Pass, später Richtung Omalo. Mir ist es aber auch bewusst gewesen, dass ich relativ früh dran bin und durch das eventuell Schnee kann. Und so ist es auch gewesen. Ich hätte die zwei Bergstraßen nicht fahren können. Es war einfach eine Schlammpartie gewesen. Mit dem schweren Motorrad, das er doch leerer 270 Kilo, ist das nicht mehr so richtig ein Spaß gewesen. Und darum habe ich letztlich dann umgekehrt. Ich bin dann ungefähr 100 Kilometer vor der russischen Grenze in Georgien stehen geblieben, in Mitschketa. Ich habe dort bei einer netten Familie übernachtet, für 3 Nächte. Ich habe mir die Gegend angeschaut, das ist wirklich wunderschön. Städtlich war und die ganze Umgebung. Ich habe mir es dort wirklich gut gelassen. Der Grund, warum ich so am Stopp gemacht habe, ist, dass mein Visa erst mit 15. Mai für Russland gültig war und hier müssen 2 Tage überbrücken. Und so habe ich einfach ein paar gemütliche Tage verbracht und habe mir noch aufgemacht an die russische Grenze. Nach zwei wunderschönen Tagen bin ich dann Richtung russische Grenze gefahren, ziemlich unaufgeregt, denn ich bin schon mal geschäftlich und nochmal mit der Karin, mit dem Motorrad nach Russland eingereist. Das ist alles sehr komplikationslos abgelaufen. Und so bin ich an die Grenze angefahren, habe mir gedacht, okay, Stunde, zwei, brauchst immer, das ist Standardprozedere, um dort abgewickelt zu werden. Aber es ist ein bisschen anders. Ich mache es jetzt kurz und wenn es interessiert mehr, dann darf mich gerne kontaktieren. Meine Visa hat nicht passt, komischerweise. So bin ich ungefähr 5 Stunden an der Grenze gestanden. Mir hat ein Politkommissar interviewt zum Thema zum Beispiel, wie stand ich zur Ukraine etc. etc. Aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Man hat mich aus der Grenze rausgelassen, meinen Stempel reingekriegt, den Pass, Motorrad hat alles passt und ich bin weitergefahren. Richtung Volgograd.